herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp Herrmann, ich bin The Fox of Marketing und ich zeige dir in diesem Video, wie du kostenlos Bitcoins kaufen kannst. Heute liegt der Bitcoin-Kurs bei ca. 6.400 Euro und wenn ich mich auf dem Markt umschaue, dann habe ich Gebühren in Höhe von 200 bis hin zu 1.000 Euro für einen Bitcoin. Ich zeige dir jetzt, wie du das Ganze kostenlos haben kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir auf jeden Fall ein Like da und abonniere meinen Kanal. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Als allererstes erstellst du dir einen Coinbase-Account. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Dann wählst du den Punkt Konten aus. Unter dem Punkt Konten findest du deine Euro-Wallet. Auf die Euro-Wallet zahlst du dann die Summe ein, die du gerne haben möchtest. Dann kopierst du dir deine Referenznummer, bestätigst, dass du diese kopiert hast oder die aufgeschrieben hast und dann gehst du auf Fortfahren. Dann wählst du die Summe aus. Ich nehme jetzt als Beispiel einfach mal 100 Euro. Und jetzt musst du bestätigen, dass dein Name derselbe Name ist wie bei deinem Bankkonto. Setzt ein Häkchen und gehst auf Fortfahren. Dann bekommst du von Coinbase die Bankverbindung und dort überweist du jetzt das Geld hin. Dann kannst du auswählen, ich mache es später oder ich habe die Mittel gesendet. Wenn du es direkt per Online-Banking machst, kannst du die Option, ich habe die Mittel gesendet und damit geht dann auch der Transfer deutlich schneller. Meine 100 Euro sind jetzt angekommen, das seht ihr hier. So, jetzt gehe ich einmal auf Kaufen und zeige euch als allererstes, wie ihr Bitcoins bei Coinbase kaufen könnt. So, ich gebe einfach mal die 100 Euro ein, die ich jetzt auf meiner Euro-Wallet habe und brauche jetzt im Grunde nur noch auf Sofortkauf von Bitcoin gehen. Gebühren zahle ich 2,99 und habe von meinen 100 Euro dann hinterher 97,01. So, jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr viel günstiger an die Bitcoins kommt, weil wenn man mal einen ganzen Bitcoin kauft oder sogar mehr, dann ist das schon richtig teuer von den Gebühren her, wenn man da 3% bezahlen muss. Dafür gehe ich jetzt auf GDEX. GDEX gehört selber zu Coinbase. Auf Deposit, wähle hier entweder SEPA aus und überweise das Geld direkt an GDEX, das funktioniert auch. Oder ich gehe über meinen Coinbase-Account, das ist mein Weg, und wähle jetzt hier meine Euro-Wallet aus, nehme 100 Euro und 1 Cent, bestätige das Ganze jetzt und jetzt habe ich meine 100 Euro und 1 Cent auf meinem GDEX-Account. Und jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Einmal unter dem Punkt Market, da kann ich jetzt eingeben, ich möchte meine 100 Euro und 1 Cent gegen Bitcoins eintauschen und bekomme dafür 0,015 Bitcoins. Nochmal schnell zu Coinbase. Bei Coinbase waren es 0,014 Bitcoins. Das heißt, ich bekomme bei GDEX deutlich mehr dafür. Also ich habe deutlich weniger Gebühren. Bei dem Punkt Market habe ich 0,25% an Gebühren, wenn ich meine Bitcoins kaufe. Das Ganze kann ich jetzt auch kostenlos haben. Und zwar gehe ich dafür auf Limit. Jetzt wähle ich zum Beispiel aus, ich möchte den Bitcoin jetzt kaufen zum Preis von 6.420 Euro. So, jetzt brauche ich noch die Summe an Bitcoins, die ich haben möchte. Gebe einfach mal 0,0155 ein und wäre dann bei 99,51 Euro. So, jetzt kann ich auf Place by Order gehen. So, jetzt sieht man hier unten auch meine Transaktion, das wird jetzt geöffnet und wenn der Kurs von 6.420 Euro erreicht wurde, dann wird diese Order automatisch ausgeführt und ich erhalte meine Bitcoins. Nach ca. 20 Minuten ist der Kurs um 25 Euro gefallen und meine Order wurde ausgeführt. So, jetzt möchte ich mein Geld wieder auf meinen Coinbase-Account transferieren, dafür gehe ich auf Withdraw. Wähle dann meinen Coinbase-Account aus, wähle meine BTC-Wallet aus und gebe hier die Summe an Bitcoins, die ich jetzt auf GDEX habe, ein und transferiere das Ganze.
So, jetzt habe ich das Geld auf meine Coinbase Wallet transferiert. Müsste jetzt theoretisch auch angekommen sein. Ich schaue einfach mal ganz kurz unter Konten. So, und hier sind meine Bitcoins, die ich gerade bei GDEX gekauft habe. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Bitte abonniere meinen Kanal und hinterlasse mir ein Like für dieses Video. Vielen Dank und viel Spaß beim Bitcoin kaufen.